Bisher bei Alan Wake. Etwas, das ich nur als das Dunkel kenne, hielt meine Frau gefangen und brachte mich dazu, eine Horrorgeschichte zu schreiben, die wahr wurde. Ein Teil von mir war klug genug gewesen, meine Flucht in die Geschichte einzubauen. Ich rettete Alice und schrieb ein besseres Ende, aber nicht ohne einen Preis. Ich war irgendwo an einem dunklen Ort gefangen, einem seltsamen Bereich irgendwo jenseits unserer Welt. Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Nach jedem schwierigen Projekt hat man gemischte Gefühle. Erfolg und Erleichterung. Traurigkeit und Depression. Eine Weile ging es nur um die Arbeit. Sie verzehrte dich, veränderte dich. Du hast dich dafür zurückgezogen. Und jetzt musst du genesen. Lernen, ohne sie zu leben. Einen Weg finden, die Tür zu öffnen und das Licht hereinzulassen. Ich kannte diesen Ort. Er war vertraut. Aber irgendwie falsch. Willkommen im Alles erschien so surreal, wie ein Traum. Ich fasse es nicht. Ich habe alle ihre Ich hatte Bücher. Ein verstörendes Déjà-vu-Erlebnis. Ich wusste nicht, warum ich hier war oder wo ich vorher gewesen war. Aber im hinteren Teil des Diners wartete etwas auf mich. Probieren Sie den Kaffee, aber ich bin unschuldig, wenn Sie ihm verfallen und Ihnen das Herz bricht, wenn Sie wieder abreisen. Unser Ripley ist kein Mensch mehr. In seinen Adern fließt nichts. Tu mir einen Gefallen, Kleiner. Ich könnte jetzt wirklich ein bisschen Musik brauchen. Nummer 6 in der Jukebox. Ich würde ja selbst gehen, aber mir sind beide Beine eingeschlafen. Durchblutung. Oh ja! Ist das dein Ernst? Schon wieder? Ist ja widerlich. Das und ist du bist ein Mörder sein? Ja. Und das war's. Ich bin tot. Nun ja. Ich würde mal sagen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alan Wake. Und wir befinden uns im, ja, das kann man sagen, DLC? Ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall ein zusätzliches Ende oder ein Anhängsel, ein Epilog, kann man sagen. Denn das Ende kam ja schon. Und ja, ich weiß jetzt nicht, ob das noch zur Alan Wake-Reihe gehört. Also, ob das jetzt Teil 27 ist, die 27. Folge, oder ob das jetzt Teil 1 der DLC-Folgen ist. Weiß auch immer, ist ja eigentlich auch im Prinzip egal. Auf jeden Fall sind wir immer noch in dem Spiel drin. Und haben noch die ein oder andere Stunde hier zu verbringen. Und wir haben diese Szene schon mal erlebt. Das war am Anfang vom Hauptspiel. Bloß da war alles ein bisschen netter und normaler, nicht wie in einem Traum. Gehen Sie da nicht rein, junger Mann. Sie könnten sich im Dunkeln verletzen. Wer sich erinnert, das Ende. Oder gar Schlimmeres. Ich habe mich extra gewarnt, aber er wollte nicht hören. Wer das Ende gesehen hat, der hat erkannt, dass einige Sachen offen gelassen hat und die werden hoffentlich in diesem, ja, ich nenne es einfach DLC. Ich hoffe, die werden in diesem DLC beantwortet. Oh mein Gott, man kann jetzt hier rein. Das kommt man vorher nicht. Also übrigens, diesen DLC habe ich nie gespielt. Das Hauptspiel hatte ich schon mal gespielt. Alan, hören Sie. Gehen Sie nicht tiefer. Was? Konzentrieren Sie sich. Sie verlieren sich in Details. Ich will helfen, aber es liegt an Ihnen. Suchen Sie einen besseren Kontaktpunkt. Was meinen Sie? Ich kann Sie nicht hören. Bitte, Ihretwegen geschieht das alles. Konzentration. Folgendes passiert. Albträume! Zu tief! Ertrage den Druck nicht! Es ist zu viel! Plötzlich merkte Wake, wie er sich selbst gegenüberstand. Als ich mich selbst sah, wurde der Traum plötzlich deutlich. Der dunkle Ort. Da befand ich mich. Sie werden Waffen brauchen. Es geht nicht ums Licht, sondern wofür es steht.
Sie werden es brauchen. Das ist keine Waffe. Das ist ein Werkzeug in einem logischen Ausschlussverfahren. Vorsichtig. Ich versuche, einen besseren Kontaktpunkt zu finden. Ich verstand Zanes Nachricht nicht. Und es half nichts, dass ich wusste, wo ich war. Etwas war passiert, nachdem ich mit Departure fertig war. Am Anfang habe ich ganz kurz gedacht, als das Intro kam, dass er eine neue Stimme hat, aber irgendwie hat, keine Ahnung, der Sprecher hatte einfach nur irgendwie eine Blase im Hals oder sowas, der klang ein bisschen komisch. Aber anscheinend scheint es doch der gleiche Sprecher zu sein. Auf jeden Fall, ich hoffe definitiv, dass einige Fragen hier beantwortet werden. Was war das? Und das ist... Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass irgendwie die Originalgeschichte ein bisschen durch ein schlechtes, angehängtes Ende verhunzt wird. Das hoffe ich mal nicht. Lol. Ich glaube, wir sind nicht mehr im Traum. Der Tag war zur Nacht geworden. Das Diner war verlassen. Dann wurde die Tür rausgerissen und Wake musste um sein Leben kämpfen. Wait, what? Ah ja, was ich noch sagen wollte, ich höre doch das Hintergrundgeräusch von Monstern. Auf jeden Fall, das originale Hauptspiel habe ich ja schon mal gespielt, deshalb hatte ich da keine Spoiler für mich selbst, weil auch relativ, ja, ich war da noch relativ aufgeklärt, was die Story angeht. Hier, diesen DLC hier habe ich nie gespielt, das heißt, ich bin hier genauso neu wie ihr. Und das war, glaube ich, das, was er gerade... Alter. Und DLC-typisch wird man hier direkt ein bisschen in die Action geworfen, statt dass man... Oh mein Gott. Ich glaube, das ist unser Ende. Komm schon. Schon. Schieß doch endlich! Alter, ey. Da muss ich ganz kurz mal verschnaufen. Komm schon. Alter, ey. Also echt, ich war hier in der Ecke ein bisschen scheiße. Auf jeden Fall DLC-typisch. Wird man hier ein bisschen schneller in die Action geworfen. Denn DLCs sind ja bekanntlich nicht so lang wie ihre Hauptspiele. Deshalb muss ein bisschen schneller das Spiel in die Pötte kommen. Na ja. Ah, man hat hier 10 Wecker zusammen. Ja, seht ihr schon. Ah, zumindest weiß man, wie viele man sammeln muss. Nicht so wie bei den Thermosflaschen, die an... Ich muss irgendwann noch was anderes machen. Auf jeden Fall freut es mich. Es freut mich, dass ich noch ein paar Stunden hier verbringen kann. Zane, warten Sie auf mich! What? Alter. Okay, cool. Die Welt war verdreht. Diese Bäume gehörten nicht hierher. Also das ist schon mal cool. Dass sie sowas nicht im Hauptspiel hatten, ey. Also das... Der DLC scheint doch um einiges crazier zu sein. Und um einiges schwerer, ey. Ich habe auf normal gestellt. Schon. Okay. Ja. Alter. Hat nichts gebracht, dass ich den angeleuchtet habe, ey. What the fuck? Diese Bäume gehörten nicht hierher. Ja, komm schon. Denn der Stunt ist weg. Jetzt kümmern wir uns mal um den schnellen Flitzer. Oder wir gehen direkt... Lol. Okay. Der lässt uns wohl nicht in... Oh, bevor wir ihn nicht erledigt haben. Ja, komm. Wir
Können auch probieren, den einfach voll zu ignorieren. Ich befürchte, das wird nicht klappen. So. Oh oh. Oh oh. DLC haut derbe rein, meine Freunde. Das ist echt wie damals, als ich das Spiel vor, ich weiß nicht wie viel, 3 oder 4 Jahren zum ersten Mal gespielt habe. Da habe ich einfach nur... Boah, ey. Einfach nur, boah, ey. Habe ich mir da gedacht. Oh. Manuskriptseite, ey. Ich wusste, es war mein Werk. Aber die Wörter waren traumartige Fragmente. Lud hektisch nach. Die Munition glitschig in meinen schweißnassen Händen. Aber es war nur das Radio. Ein Katzensprung vom Zelt entfernt. Das Bett sah einladend aus. Aber ich musste weiter. Aber ich musste weiter. Das Telefon schlägt. Das GPS-System funktionierte. Das hatte ich nicht erwartet. Hallo? Ich versuche, Sie zu erreichen. Hören Sie mich? Hören Sie mich jetzt? Ja. Hören Sie, ich kann Ihnen helfen, aber Sie treiben weiter ab. Ich erreiche Sie nicht. Sie müssen zu mir. Ich kann die Verbindung nicht halten. Benutzen Sie die Worte. Folgen Sie dem Signal. Natürlich funktionierte das GPS-System nicht. Es gab hier wohl keinen Satelliten in Reichweite. Dieser Himmel war fremd. Aber er führte mich zu etwas. Zu Zane? Tja. Das Ding hat gerade ein bisschen rumgespinnt, das gelbe Ding. Ah! Ah, wo? Was, irgendwas ist hier los, ey. Er hat irgendwie... Scheint eine bessere Taschenlampe zu sein, auch wenn die ein bisschen kleiner aussah. Die Pistole? Okay. Was haben wir hier? Lithiumbatterie, jawohl! Gute alte Spaß haben wir, Lithiumbatterie. Etwas hatte sich wieder verschoben. Ja. Der dunkle Ort spielte mir Streiche. Er hielt nicht still. Ich finde das aber auch ziemlich geil, muss ich sagen. Gegen Wake. Autos flogen auf ihn zu. Wollten Knochen brechen und Fleisch zerquetschen. Sie verströmte Hass. Sie wollte ihn begraben. Okay. Ich glaube, ich will hier weg. Ich glaube, ich will definitiv hier weg. Alter. Ja, rein hier. Okay, das kann ich auf jeden Fall... LOL! Läuft Fackel. Das Auto kommt hier eh nicht rein. LOL. Shotgun. Erstmal Revolver. Mach mal ruhig hier, ja? Hier. LOL. Okay, jetzt weiß ich, wofür die Fackel war. Wir haben eine Power Shotgun. Wie es mir scheint hier. So. Okay, ich kann ihm ausweichen. LOL. Okay, weiter. Alter, ey. Ich muss mal echt mit seiner Munition ein bisschen planen, ey. Also leck mir die alten Cojones, ey. Ich glaube, Seiten werden wir hier nicht im Spiel finden. Alles, was ich sah, war vertraut.
Und doch wieder nicht. Hallo? Schon wieder. Ich komme nicht hinterher. Sie dringen zu weit ein. Ich führe Sie. Folgen Sie dem Signal. Ich versuch's ja. Sie müssen sich selbst gegenübertreten. Folgen. Oh! Das GPS-System sollte mich zu Zane führen. Aber die Verschiebungen störten es. Ich musste es weiter versuchen. Allein würde ich es nicht schaffen. Ja, aber ich glaube nicht, dass Barry noch in dieser Welt gefangen ist. Aber vielleicht, es ist eine Vermutung, aber vielleicht können wir uns eine Person hinzudichten oder sowas. Oder vielleicht haben wir das getan, als wir die... Ich glaube, ich muss hier lang, oder? Vielleicht haben wir es getan, als wir es geschrieben haben. Diesen abgefuckten... Alter. Die Veränderungen wurden gravierender. Die Straße war nicht aufgerissen, sondern verschwunden. Als wäre eine große Hand gekommen und hätte sie hochgehoben. Alles fühlte sich instabil an. Blitz. Leuchtfackel. Nochmal Leuchtfackel. Was ist ein Blitz hier? Alter Vater. So... Ordentlich kaputt hier, ordentlich kaputt. Ja, ich glaube, das brauche ich mir nicht mehr angucken. Oder gibt es da noch was? Ah, nee, das fällt nur zurück nochmal. Ich stelle mir gerade die Frage, kann ich hier hin und noch was sammeln? Lol. Pff. Nein, 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 na, na. Lol. War cool. Okay. Dann gib mir das mal her. Das ist da irgendwo hingeblieben. Sehr gut. Lol. Sarah Breaker. Die feste Zuhörer. Ihr Debüt, das einzige Mädchen im Buchhaus. Schön. Irgendwie verdrehte Realität oder so? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Ich meine, Straßen werden sowieso überbewertet, finde ich. Kann man auch gleich keine benutzen. LOL! Da fällt mir ganz ein, ich habe meine App nicht gestartet. Ich war so voller Vorfreude, dass ich nicht meine Timer-App gestartet habe. Ich rechne einfach das hier plus 10 bis 15. Also, sorry wegen der Unterbrechung.